Hallo meine lieben Freunde, mir wurde gerade dieses Video hier angezeigt und ich habe mir gedacht, das schaut ziemlich interessant aus, die größten Fails von McDonald's. Und da habe ich mir gedacht, schaue ich mir das ganze Video mit euch zusammen an. Ich würde vorschlagen, labern wir nicht lang drum herum und beginnen direkt. Es ist Sommer im Jahr 1996. McDonald's ist eine Kette für die ganze Familie. Vor allem Kinder lieben die Restaurants über alles. Aber der Konzern hat Angst. Was, wenn die Restaurants zu kinderfreundlich werden? Man will nicht das Toys R Us für gesättigte Fettsäuren sein, sondern Fastfood für alle. Also wird die Produktlinie erweitert und McDonald's bringt einen neuen Burger auf den Markt. Extra für Erwachsene. It starts with a full quarter pound of beef. With fresh toppings, our chef sauce on a bakery soft roll. McDonald's Arch Deluxe, America's favorite new burger. I'm in the zone. An diesem Burger wurde über Jahre getüftelt. Hunderte Millionen Dollar werden in die Vermarktung gesteckt. Damals ahnt niemand, dass der Arch Deluxe zum größten Fail in der Geschichte des Unternehmens werden wird. The burger with the grown-up taste. The Arch Deluxe, it really sucks. Wie konnte das passieren und was können wir daraus lernen? Ein sauberer Überblick über die eigenen Finanzen hätte McDonald's bestimmt vor der ein oder anderen teuren Kampagne bewahrt. Hätte es in den 90ern doch nur bereits Finanzguru gegeben. Finanzguru ist eine App, auf der ihr alle eure Konten einbinden könnt. Egal ob Girokonto, Depot oder Krypto. All deine Einnahmen und Ausgaben werden dann automatisch. Die Burger Wars. A regular burger at McDonald's. Burger King und Wendy's werden immer beliebter und gewinnen an Kunden. McDonald's ist zwar deutlich größer, verkauft in den USA aber von Jahr zu Jahr weniger. Wird das Restaurant tatsächlich vom Fastfood-Thron gestoßen? So weit darf es nicht kommen. In Oak Brook. Heute kann ich sagen, nein, wird's nicht. Ist immer noch einer der Monopolen der Branche. Genau. Illinois in der McDonald's-Zentrale rauchen die Köpfe. Was haben Wendy's und Burger King, was McDonald's nicht hat? Die Chefetage glaubt die Antwort zu kennen. Burger für Erwachsene. Nein, absolut nicht. Die Burger sollten für alle Leute geeignet sein. Einfach ein Allrounder. McDonald's hat sich bis in die 90er zum familienfreundlichen Fastfood-Restaurant entwickelt mit klarem Fokus auf Kindern. Sie wollen die begehrten Happy Meals ergattern und sich mit dem neuen Spielzeug im klebrigen Bällebad austoben. Und wer Glück hat, sieht sogar den Clown Ronald. Eltern werden in der Regel lediglich von den Kindern mitgeschleppt. Es gibt kein gesondertes Angebot für sie. Die Führungsetage von McDonald's ist sich einig. So kann das nicht weitergehen. Also holt man sich Verstärkung. Gourmet-Chef Andrew Salvaggio fängt 1994 an, für McDonald's als Chefkoch. So schaut es in der McDonald's-Küche heutzutage eher seltener aus, wenn nicht sogar gar nicht. Arbeiten. Zuvor hat er in einem der legendärsten und gehobensten Restaurants Chicagos im Pump Room die Küche geleitet. Jetzt entwickelt er Burger für die Kette. Über ein Jahr bastelt er an dem perfekten Burger für Erwachsene. Plötzlich hat er eine Eingebung. Luftige Burger-Buns aus Kartoffelmehl, garniert mit Sesam. Dazwischen süßer, extra fancy Tomatenketchup. 113 Gramm Rindfleisch. Classic. Aufs Gramm abgewogen natürlich. American Cheese. Eine Tomatenscheibe. Ein ganzes, frisches Salatblatt. Süße, spanische Zwiebeln. Und zu guter Letzt die neue Secret Sauce für Erwachsene. Okay, einige würden vielleicht sagen, die Secret Sauce war einfach nur Senf gemischt mit Mayo, aber hey. Psst. Geheimrezept geleakt. Es können sich das Meisterwerk dann noch mit einer runden Scheibe gepfeffertem Bacon verfeinern. Für nur 20 Cent. Der Arch Deluxe ist geboren. In Fokusgruppen wird der neue Burger für Erwachsene verkostet. Die Teilnehmer lieben ihn. McDonald's sieht sich bestätigt und geht all in. Der Konzern gibt 200... Boah, das ist eine enorme Summe. Das ist wirklich sehr viel Geld. Millionen US-Dollar aus für unzählige Werbespots, gigantische Plakate und Anzeigen in Zeitungen und Magazinen. Bis heute ist es eine der größten Marketingkampagnen der Fastfood-Industrie jemals.
In der renommierten Radio City Music Hall in New York wird ein pompöses Launch-Event veranstaltet. Eine neue Ära wird eingeläutet. Andrew Salvaggio stellt seinen Burger vor. Die Showtanzgruppe The Rockettes erweist dem Arch Deluxe die Ehre. Ronald trägt einen Smoking mit sehr großen Anzugsschuhen, weil das witzig ist. Nichtsahnend prophezeit der Vorstandschef, der Arch Deluxe könne allein im ersten Jahr $1 Milliarde einbringen. 9. Mai 1996. Der erste Arch Deluxe wird über die McDonald's-Theke an einen schmachtenden Kunden überreicht. Die Kampagne nimmt volle Fahrt auf. Ja, so soll es natürlich sein, weil sonst zahlt sich ja gar nicht aus. Using the burger with the grown-up taste, McDonald's Arch Deluxe. Das Marketing soll vor allem Erwachsene ansprechen, weil der Burger ja für Erwachsene ist. Ronald spielt jetzt Golf und weil Erwachsene in den 90ern gerne den kultigen Macarena tanzen, hey, Macarena, gibt es jetzt auch den Deluxe Line Dance. Die Ads machen deutlich, dass der Burger auf keinen Fall für kleine Kindermünder gemacht ist, sondern nur älteren Kunden schmeckt. Introducing the burger with the grown-up taste. Das ist ein Fehler, weil McDonald's sehr viele Kunden hat, die junge Jahre haben, also noch nicht so alt sind. Und das ist wirklich ein Riesenproblem. Wenn sie jetzt nur Burger entwickeln, die für Erwachsene sind, was ist mit den Kindern? Und wenn du nur Burger für Kinder generierst, was ist mit den Erwachsenen? Also man sollte einen Burger entwickeln, der für beide Seiten gedacht ist. Reaktionen auf den Burger sind gemischt. Die Washington Post schreibt, Arch Deluxe höre sich an wie der Typ, mit dem deine Mutter dir verbieten würde, auszugehen. Der Geschmack ist ebenfalls eher kontrovers. This new burger they got out, the Arch Deluxe. You know what? There's definitely a saying for that. The Arch Deluxe. It really sucks. Während der Burger von einigen Kunden gepriesen wird, finden viele ihn nicht sonderlich überzeugend. Teilweise wird er als geschmacklos beschrieben. Auch die Senf-Mayo Secret Sauce for Grown-Ups bewerten viele Burger-Gourmets als langweilig. Gleichzeitig ist der Burger im Vergleich zur Konkurrenz nicht gerade billig. Er kostet damals irgendwas zwischen $2.09 und... Dafür kriegst du heutzutage mittlerweile nur noch irgendeinen kleinen Cheeseburger oder einen Double Cheeseburger. Nein, nicht einmal das. Double Cheeseburger für 2,50 ist schon sehr günstig. $2.49. Bei Wendy's und Burger King gibt es viele Burger für unter $2. Nach dem spektakulären Launch des Arch Deluxe wird es recht schnell still auf Seiten des Konzerns. Wie verkauft sich der neue Burger? Markiert er tatsächlich einen Zeitenwandel beim Konzern? 4 Monate später taucht eine interne Nachricht auf. Darin behauptet der damalige CEO, dass der Arch Deluxe ein Erfolg sei. Die Verkaufszahlen lägen deutlich über den Erwartungen. Im selben Monat werden 3 weitere Burger gelauncht. 2 mit Hähnchen, einer mit Fisch. Die Deluxe-Line wird erweitert. Dann muss es ja ziemlich gut laufen. Oder ist es schlichtweg zu spät, um zurückzurudern? Im Jahresbericht von 1996 versichert der Konzern erneut, dass alles gut laufe. Riesige Erwartungen habe man, trotz $200 Millionen Marketingbudget, sowieso nie gehabt. Die Burger würden das tun, wofür sie gedacht sind. McDonald's Position als Restaurant für Kinder und Erwachsene festigen. Doch so fulminant die Deluxe-Line auf den Markt gekommen ist, so kläglich scheitert und verschwindet sie wieder. Nur kurze Zeit nach dem Jahresbericht werden die Burger mit aggressiven Discounts beworben. 1998 gibt es den Arch Deluxe nur noch in ein paar ausgewählten Filialen in den USA. Im August 2000 verschwindet er komplett vom Menü. Der Burger wurde nur 4 Jahre alt. Was ist hier passiert? Oh. Ja, die Frage ist wirklich gut. Was ist hier passiert? Ihr ahnt es, das fundamentale Problem war der verkrampfte Fokus auf Erwachsene. McDonald's hat sich ohne nachzudenken auf den luxuriösen Grown-Up-Taste versteift. In Fokusgruppen haben Verkoster den Geschmack geliebt. Deshalb würden erwachsene McDonald's-Besucher ihn akzeptieren und auch lieben. Doch das wäre zu einfach. Einzelne Fokusgruppen sind oft kein guter Weg, um die Meinung einer breiten Bevölkerungsgruppe abzufragen. In der Regel braucht man deutlich mehr Menschen, um eine repräsentative Antwort zu bekommen. Die Kette hat abseits davon völlig ignoriert, was erwachsene Kunden eigentlich von McDonald's wollen. Warum essen Leute Fastfood? McDonald's hätte sich diese grundsätzliche Frage stellen müssen. Gutes Marketing basiert auf Bedürfnissen. Was wollen Kunden mit einem Besuch bei McDonald's erreichen?
Wahrscheinlich günstig, schnell, sättigend und lecker essen. Was für Produkte entwickelt man auf der Basis solcher Attribute und welche dieser Attribute kommuniziert man? Ein großer, luxuriöser Burger kann offensichtlich funktionieren. Siehe bis heute unzählige Variationen der großen Fastfood-Ketten. Cheesy Bacon Lover. The double quarter pounder with cheese. Aber die klar beworbenen Attribute sind hier sättigend und lecker. Sie sind auch teurer und größer und damit vielleicht eh schon subtil für eine ältere Kundschaft, die man ansprechen will. Beim Arch Deluxe gab es kein Subtil, nur den Wink mit dem Zaunpfahl. Aber fühlen sich Erwachsene von etwas angesprochen, nur weil es explizit für Erwachsene ist? Ronald McDonald im Anzug oder beim Golfspielen ist einfach weird. Auf Ja, es ist schon eine komische Figur, dieser Ronald McDonald. Der rote Hut, also die roten Haare mit dem ganzen gelben Anzug, die riesenroten Schuhe. Ich meine, lustig schaut er aus, aber wenn man in der Nacht jetzt irgendwo draußen auf der Straße herumgeht und den Typen davor dir sieht, dann hätte ich, glaube ich, auch ein bisschen Angst. Wirkt Ronald wie ein Clown im Anzug halt. Auf Kinder wirkt er im neuen Look nicht mehr wie ihr Held, der für Spaß und Freude steht, sondern als hätte er sich distanziert und weiterentwickelt. Diese Transformation der eigenen Werbeikone wirkt teilweise wie eine Satire von sich selbst. Gleichzeitig wird in jedem Clip ganz explizit deutlich gemacht, dass der Arch Deluxe nicht für Kinder ist. Kinder fänden ihn ja sogar eklig. Hier muss man sich grundsätzlich fragen, ob man in den eigenen Werbungen zeigen sollte, wie Menschen das eigene Produkt nicht gut finden. Mm-mm. McDonald's hat sich mit dem Arch Deluxe ordentlich verzockt. Aus panischer Nervosität im Angesicht der Konkurrenz wurde alles auf eine hunderte Millionen teure Karte gesetzt. Das erinnert ein bisschen an den Launch der Coke 2. Doch der Konzern hat Coke 2? Kenne ich gar nicht. Aus seinen Fehlern gelernt. Die halbe Chefetage wurde in der Folge ersetzt. Und Anfang der 2000er startete jene Kampagne, die McDonald's Position an der Fastfood-Spitze für immer zementieren wird. Heute ist der Arch Deluxe pure Nostalgie. Es gibt Videos von Leuten, die den kultigen Burger nachbauen. Überall im Internet findet man Rezepte. 2018 hat McDonald's selbst es nochmal versucht. Der Arch Burger war deutlich günstiger als der Big Mac. Doch auch er ist gescheitert. Er hat es nicht mal aus der Testphase in Oklahoma und Texas geschafft. Manchmal sollte man die Dinge wohl einfach ruhen lassen. So, ich fand das Video wirklich sehr informativ. Ich kann jedem empfehlen, Simplicissimus zu folgen. Die machen anscheinend wirklich sehr gute Videos. Können wir ja mal drauf schauen. Ja, das sind teilweise extrem coole und ansprechende Videos dabei, die wir uns in den nächsten Parts anschauen können. Ah, Coke 2, mega fail. Das war sicher noch interessant. Aber falls euch das heutige Video gefallen hat, würde ich mich über den Like und ein Abo freuen. Euch tut's nicht weh und mir macht's einen großen Gefallen. Oder halt einen riesigen Gefallen, weil ihr mich so unterstützen könnt. Mit diesen Worten, danke fürs Zuschauen und ciao.